Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. Kurz zu den Gästen. Wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Noch ist nicht viel passiert. Es sind noch viele Spieltage zu gehen. Aber trotzdem, wenn Sie nach Europa wollen, müssen Sie sich so langsam fangen und bessere Leistungen abrufen. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Kurz noch zur Formation, sieht nach einem 3-5-2 bei Ihnen aus. Ganz genau, Sie versuchen es hinten also nur mit einer 3. Jetzt vielleicht. Da muss er aufpassen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Gute Aktion, Ball raus. Andersen. Und da verlieren Sie den Ball. Das könnte die Chance werden. Schwache Aktion, Ballverlust. Klar, gibt Einwurf. Bowie. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super Pass. Und jetzt die Chance. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Hier sieht man schön, wie er nach diesem tödlichen Pass ganz frei auf den Torhüter zulaufen kann. Ein perfektes Zuspiel, Wolf. Der Rest ist Formsache. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Andersen. Refrain. Schuss! Den hält er super! Ball kommt flach. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Gernt. Wird's jetzt gefährlich? Refrain. Flagge jetzt. Er schießt hier ein Eigentor. Und hier nochmal das unglückliche Eigentor. Ah, das ist natürlich bitter, aber das kann eben passieren. Das war wirklich unglücklich, dass der Ball da ins eigene Tor gegangen ist. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, der wie. Er zieht ab! Locker vom Torhüter. Der Ball war harmlos. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Gernt. Er kann ihn reinbringen. Hereingabe jetzt.
Super gemacht vom Torwart, er lenkt den Ball drüber. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. So, Ecke kommt. Er zeigt auf den Punkt, Elfer. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Muss Einwurf geben. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Gute Aktion. Jetzt hätte er Anspielstationen. Gut gemacht. Gutes Deckling. Da wäre Platz für den Konter. Nee, der ist zu weit. Ja, setzt gut den Körper ein. Refrain. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Baui. Da hat der Torwart gar kein Problem. Den hält er völlig ohne Probleme. Andersen. Das könnte gefährlich werden. Das macht er gut. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Gute Aktion. Er versucht's. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Super Tor hier mit dem Kopf. Da hat das Timing absolut gestimmt. Und genau so musst du den Kopfball ansetzen. Sehr guter Abschluss. Ein schönes Tor. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Die Ecke hat er wirklich klasse reingebracht. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Refrain. Wird es jetzt gefährlich? Ball kommt. Abgeblockt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und jetzt wird es Einwurf geben. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe.
Sauber vom Ball getrennt hier. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Eine gute erste Hälfte. Durchgang 2 hat begonnen. Jetzt wird's gefährlich. Geht er rein? Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Normalerweise macht er seine Tore lieber mit dem anderen Fuß. Stimmt, Wolf, aber er hat hier vollkommen richtig entschieden. Er hat es mit dem Schwächeren gemacht. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Aktion. Andersen. Gute Ball. Klasse. Er zieht ab. Ein unfassbares Tor. Da haben sie sich klasse durchkombiniert und dann war er plötzlich ganz frei. Und so eine Chance nutzt er dann, ist ja klar. Was für ein Pech bei diesem Eigentor. Aber das ist das Risiko, wenn du dazwischen gehen willst, dann fälschst du auch mal einen Ball unglücklich ab. Hier nochmal dieser Treffer. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Das könnte die Chance werden. Da kann er ihn stoppen. Andersen. Können Sie was draus machen? Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Jetzt ist er durch. Den Zweikampf führt er gut. Jetzt hat er den Ball. Das ist ein Foul. Freistoß. Jetzt will er noch mal neue Impulse setzen. Zwei neue Spieler kommen. Da können Sie erst mal klären. Jetzt könnte es gefährlich werden. So, was machen Sie draus? Gute Flanke. Was für ein Tor! Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an.
Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Könnte jetzt was werden. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Still geworden ist es hier, Buschi. Aber auch kein Wunder, oder? Nee, das sind die Fans nicht gewohnt, dass ihre Mannschaft so chancenlos ist. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Da kommt der Schuss. Weiter gefährlich. Und jetzt gibt es hier Eckball. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Ecke kommt. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Schussversuch. Locker vom Torhüter. Der Ball war harmlos. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Andersen. Jetzt wird's gefährlich. Da steht die Abwehr sicher. Er kann klären. Bahoui. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und da ist der Ball wieder weg. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Gernt. Das sieht vielversprechend aus. Macht er ihn! Sie wollen wieder rankommen oder zumindest nicht komplett untergehen. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Das sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Andersen. Jetzt nimmt das allein. Klasse! Kein guter Abstoß, der Gegner am Ball. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Ah, toller Pass, gute Aktion. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Er bringt, das war stark vom Torwart. Er hat den Ball. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Gute Chance. Schade. Alu verhindert den Treffer. Gernt. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Er versucht's. Sie versuchen noch mal ranzukommen. Hut ab vor der Moral. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt der Schuss. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Immer noch gefährlich.
Da kann er klären, gut aufgepasst. Da wäre Platz für den Konter. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Und nun ein Schuss. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Jetzt wird's gefährlich. Da trennt er ihn vom Ball. Der Schlusspfiff, das war's. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. Einseitiges Match, klarer Sieger. Sind wir uns einig? Ja, sehe ich ganz genauso. Sie haben das Spiel eindeutig beherrscht und damit verdient gewonnen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super Pass. Und jetzt die Chance. Flanke jetzt. Kein Er schießt hier ein Eigentor. Er kann ihn reinbringen. Hereingabe jetzt. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Jetzt wird's gefährlich. Geht er rein? Klasse! Er zieht ab! Ein unfassbares Tor! So, was machen Sie draus? Gute Flanke!